Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Ja, im letzten Part haben wir das Level Ruination ein zweites Mal abgeschlossen, haben dort, nachdem wir alle Kisten zerstört hatten, den zweiten Edelstein geholt und haben danach das Level Behaving gemacht, wo wir sowohl den farbigen als auch den normalen und den Kristall geholt haben. Wobei ich hier natürlich auch wieder einen ziemlichen Fail hatte, weil ich meine, offensichtlicher war dieses Geheimnis eigentlich gar nicht. Ich habe ja mehrfach die Bauchklatscher-Attacke gemacht und trotzdem konnte man diese Nitro-Kisten nicht zerstören. Ihr wisst ja, welche Stelle ich noch gemeint habe. Und ja, eigentlich war es offensichtlich, dass wir da reingehen konnten. Nachdem wir das dann hatten, konnten wir den farbigen Edelstein holen und haben das dann auch unnötigerweise gemacht, also dieses extra Bonus-Level, was gar nicht nötig gewesen wäre. Aber nun gut, jetzt haben wir auch dieses Level dann vollständig geschafft und ja, jetzt geht's ab in die nächste Passage und auch die letzte. Und dafür müssen wir jetzt mittendrin auf jeden Fall noch den nächsten Boss besiegen. Um den kümmern wir uns jetzt. Dieses Mal geht's um Engine. Sie mir die 20 Kristalle, die Sie gesammelt haben. Ja, Engine. Ein sehr bekannter Charakter aus dem Crash-Universum. Ist auch spielbar in mehreren Crash-Spielen. Nicht nur diesem. Naja gut, spielbar ist er nicht, aber er spielt hier auf jeden Fall eine Rolle. Sagen wir es besser so. Ja. Wie man hier sieht, ist unsere Aufgabe, diese Laser, die der öfters mal auf hat, mit den Wumperfrüchten, die wir hier haben, zu bewerfen. Ich weiß zwar nicht, woher wir die haben. Die können wir auf verschiedensten Wegen abfeuern. Eigentlich ist es hier nur wichtig, dass wir ganz halt dem Laser ausweichen und diese Wumperfrüchte in seine Laserarme schießen. Und irgendwann, ja, hat er auf jeden Fall nicht mehr genug. Es sollte auf jeden Fall kein Problem sein, wie man sieht. Ich finde den Bosskampf auch nicht so schwierig. Ja, da sieht man, da ist der erste Arm schon ab. Na komm. Ja, das wird natürlich etwas schwieriger, wenn nur noch der eine Arm da ist. Dann müssen wir uns nämlich auf jeden Fall immer so positionieren, dass die auf jeden Fall getroffen wird. Okay, und die ist auch jetzt erledigt. Und dann haben wir die erste Phase jetzt schon fertig. So können wir ihn natürlich nicht erwischen. Und jetzt hat er so Raketen, die uns nicht verfolgen. Aber ja, irgendwo dann runtergehen. Ja, mal sehen. Ah, das kriegt man aber hin. Das ist nicht wirklich schwierig. Ah, das war Mist. Also das ist wirklich nicht so schwierig. Es ist halt nur nervig, weil wir immer die richtige Stelle da kriegen müssen. Okay, das war jetzt echt ungeschickt von mir. Da wusste ich jetzt nicht mehr ganz genau, was da passiert. Ja, und jetzt dürfen wir uns wieder um den ganzen Quatsch kümmern. Das ist halt das Nervigste bei solchen Bossgegnern dann. Die sind jetzt nicht so krass schwierig. Ist halt nur nervig, dass man dann alles wieder neu machen muss. Ansonsten, ja, kann man halt noch sagen, dass Engine halt in gefühlt jedem Crash-Spiel irgendwie was vorhanden war, seinen Auftritt hatte. Wobei bei Zorn des Cortex glaube ich weniger, aber in Crash Trinity, Tag Team Racing, in Crash Bash und alles, was sonst noch so dazugehört, hat er auf jeden Fall eine Rolle.
finde ich, ist auch ein interessanter Charakter auf jeden Fall. Mit Cyborg-mäßig. Hat eine Kanone auf dem Kopf. Aber gefühlt jeder, mit dem Cortex zusammenarbeitet, hat ja einen Sockenschuss. Das muss man ja so sagen. Seite hier immer kümmern. Oh Mann, bitte, 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 zerstören. Lass den nochmal zerstören hier. Das wäre ganz nett. Das ist langweilig. Da passiert ja nichts. Okay, jetzt haben wir aber gleich direkt beide Arme zerstört. Dadurch kommt jetzt keine Rakete mehr von der Seite. Jetzt müssen wir... Hallo? Geht's noch? Was war das denn jetzt? Das war jetzt wirklich ein Unding, was da passiert ist. Das war wirklich ein Unding. Ah, das war blöd von mir gesprungen. Ah, jawohl, jetzt baue ich die meiste Zeit an dem Boss. Auch gut, der erste Boss, wo wir jetzt länger hängen bleiben. Das ist eine gute Sache. Da können wir wenigstens nicht sagen, dass die Bossgegner zu einfach sind. Aber, ja gut, ich bleib dabei. Ich finde den nicht so schwierig. Ich stelle mich gerade nur wieder dumm an. Na komm, öffne deine Hand für mich. Vor allem, wo haben wir denn hier die ganzen Wimperfrüchte immer her? Das frage ich mich wirklich. Wir können die ja schlecht aus dem Ärmel zaubern. Vielleicht ja doch, aber... Danke. Andere Arm erledigt. Komm, 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 komm. Das ist gut, dass man es immer rechtzeitig sieht. Da lang, genau, eigentlich, ja, man sieht es ja. Wenn ich gar nicht treffe, ist es aber umso blöder. Erste Maschine wieder erledigt. Der Seite ist doppelt doof. So, jetzt erstmal wieder warten. So, vorbei damit. So, komm. Jetzt würde ich es gerne beenden. Habe ich den endlich erledigt. Alter Cortex, wird für ihren Widerstand nicht erfreut sein. Dein Zorn wird dich treffen. Dein Zorn wird dich treffen. So. Und damit sind wir jetzt in der letzten Welt angekommen. Ah, was ist dein Problem, Bandicoot? Ich werde dich nicht noch einmal bitten, mir die Kristalle zu bringen. Hol die übrigen 5 Kristalle, Crash, und bring sie mir! Seid doch nicht so böse und unverschämt, hallo? Was habe ich dir getan? Was
Was soll denn der Blödsinn? Naja gut, wir haben auf jeden Fall Zeit für ein weiteres Level noch. Natürlich gehen wir wieder der Reihenfolge vor. Wir haben auf jeden Fall die Level Piston It Away, Rocket, Nightfight, Pack Attack und Spaced Out. Dann machen wir jetzt auf einmal mal Piston It Away. Und auch der Hintergrund sieht irgendwie sehr cool aus auf jeden Fall. Mit dem Weltraum im Hintergrund. Gehen wir es an. Hier wieder eine neue Levelart, die wir schon ja nicht aus dem ersten Teil kennen. Also ja doch eigentlich schon. So Weltraumlevel gab es da auch, aber nicht so spät im Spiel erst. Und die hier sind an gewissen Stellen echt nervig. Das habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung. Da gibt es nämlich eine Stelle. Ich weiß nicht, ob das in diesem Level war, aber eine, die ist wirklich super ätzend. Ich glaube, das war aber noch nicht das Level. Falls doch, dann... Ja, dann... Prost Mahlzeit. Aber hat eine coole Musik wieder. Ah. So. Haben wir jetzt auch alles hier? Okay, sehr gut. Hier bezüglich der 100%. Okay, ich glaube, das war wirklich dieses Level. Aua. Ich glaube, es war dieses Level. Ah, die kann man aber hier umgrätschen. Das weiß ich noch. Wenn man die oben nicht treffen kann, dann auf jeden Fall unten. Der, genau. Das war dieser Quatsch. Die können nach Lust und Laune einfach ihr Äußeres so verändern. Das ist natürlich mies dann. So, wenn sie das machen, dann kommt man da auf jeden Fall besser vorbei. Für dich zumindest. Komm mal näher ran. Dankeschön. So. Das war jetzt etwas glücklich, aber wir haben es soweit ganz gut hinbekommen. Das wird hier echt nicht einfach. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Vor allem muss man das Level dann immer wieder neu machen, bis zu diesem Zeitpunkt. Nicht so schön. Aber wir kriegen es hin. Da bleibe ich bei. Bin ich mal gespannt, ob ich mehr Parts brauchen werde. Oder beziehungsweise, ja, ich werde auf jeden Fall mehr Parts brauchen, aber wie viele. Das... Dankeschön, Crash. Das habe ich gebraucht. Nochmal eine explodierende Angelegenheit. Schnell durch. Dass der wieder so komisch gelaufen ist. Ach, Crash. Du verdienst wirklich einen Oscar. Das sind immer so knappe Dinge. So, jetzt ein bisschen langsamer. Ja, jetzt gehe ich lieber so drauf. Jetzt warten. Jetzt drüber. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Ich befürchte aber, dass es hier wirklich eine Stelle gab, wo man nicht sterben darf. Wenn das wirklich das war, was ich denke, dann kann ich wirklich, ja, ich kann verkaufen gehen. Und ich habe jetzt extra nichts gemacht, weil ich gerade etwas
ja, enttäuscht kann man nicht sagen, aber ja, ich weiß halt, dass es jetzt wirklich genau dieses Level war. Das ist mir auch schon in der PS4-Version so dermaßen auf den Nerv gegangen. Diese, ja, diese Plattformen da, oder ja, wie man sie nennt, auch diese Lasergeschosse, das zeigen diese Pfeile schon an, die zeigen dann hin, wo quasi hingeschossen wird. Und ja, das ist natürlich dementsprechend auch manchmal etwas nervig. Und auf dem Wege müssen wir, glaube ich, auch zurück. War das nicht, glaube ich, sogar so? Ich möchte mich ungern eigentlich jetzt damit befassen. Aber ich muss es für die 100% auf jeden Fall. So, jetzt darf ich auch den ganzen Weg wieder zurück. So, da kümmere ich mich jetzt natürlich wieder drum. Das wird echt spaßig. Da war ich zu schnell. Runter da. Warten kurz. Ach komm. Was soll denn der Blödsinn jetzt? Ey, alter Verwalter. Okay, jetzt volle Konzentration wieder. Das ist mir jetzt zu doof. Hier natürlich wieder warten, ist ja klar. Das werde ich noch für gleich benutzen. Kann ich jetzt hier nämlich auf dem Wege auch wieder zurückspringen. Das sollte auf jeden Fall machbar sein damit. Ja, damit klappt das. Sehr gut. Auf dem Wege kommen wir auf jeden Fall besser zurück als auf dem anderen. Nein, das Leben hätte ich gern mitgenommen. Aber man sieht auch, wie sehr das Leben wirklich an uns vorbeigeht. Wir haben jetzt deutlich weniger Leben als noch vor paar Level quasi. Ja gut, ich habe mich natürlich auch öfters mal umbringen lassen. Das war jetzt auch nicht so optimal. Vor allem dürfen wir jetzt nicht sterben, weil dann müssten wir wieder alles neu machen. Mann! Du dämliche Scheißvieh. Was ist denn das überhaupt? Jetzt wisst ihr auch, warum ich dieses Level absolut auf den Tod nicht abkann. Das sollte zu euch zumindest klar sein. Ja, die haben wir aber wenigstens behalten. Das ist schnell. Aber den Checkpoint, den konnte ich noch aktivieren, komischer Bug. Der Schrei von dem Pädophilen. Was ist das nur für Geräusch? Hört sich ein bisschen seltsam an. Na? Würdest du mich gerne runterrammeln, ne? Ja, ich merke schon, du Pedo. Ich weiß schon, worauf du stehst.
Da kannst du dich mit deinen anderen Gebrüdern da unten paaren. So, jetzt schnell rüber. Jetzt wieder kurz warten. Und dann müssen wir warten, weil sonst drückt der uns nur runter. Ah, nee. Das lasse ich mal getrost. Ah, ich habe echt Schiss ein bisschen. Okay, aber da ist das Ende. Ja, 69. Das passt zu diesem Level. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir den Kristall haben. Gut, aber da mir das natürlich nicht hier verschont bleibt, werde ich das jetzt versuchen. Auf jeden Fall das Level ohne einen Tod bis zu der Stelle zu schaffen. Das wird verdammt schwer. Also wirklich, das ist ungelogen, das ist mit einer der nervigsten Stellen im ganzen Spiel gewesen. Daran erinnere ich mich nicht gerne dran zurück. Ich möchte natürlich den Akku jetzt auch so lange behalten, wie es möglich ist. Am besten auch noch bis zu der Stelle, wo wir dann da sind und noch weiter. Das wäre wirklich schön. Aber eine Garantie gibt es dafür leider nicht. Bis zu der Stelle ist nach wie vor alles gut. Hier kann man aber natürlich dann auch ein paar Leben immer farmen. Knappes Ding. Aber man kann hier auch, wenn man dann so runterfällt, dann auch sterben. Das wäre natürlich dann nicht so toll. Ein klein wenig konzentrieren. Seid mir deswegen nicht böse, aber das ist eine so brutale Stelle. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Versuche ich damals gebraucht habe dafür. Jetzt schnell drauf. Okay, aber bisher geht's auf jeden Fall. Boah, okay, wir haben es bis hierhin geschafft. Krass. Okay, jetzt haben wir sogar zwei. Umso besser. Dann ab auf die Plattform. Oh, das wird ein Spaß, ey. Lecco mio. Das ist wirklich eine Stelle, auf den Tod nicht ab kann. Hier sind auch wieder viele Mito-Kisten, vor allem die springen sogar mal. Geht's noch? Penner. Was das sollte. Unglaublich, ich habe einfach beide gerade verloren. Früchte sind mir eigentlich total egal. Was mir nicht egal ist, dass hier ab und zu noch ein paar Kisten sind. Und ich Schiss hab, dass ich da gerade welche vergessen habe. Die machte ich wieder. Ja, dankeschön. Nein! Nein, bin ich doof! Mann, ey, das habe ich gerade nicht gesehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Oh Gott, schaut euch das mal an. Also es ist irgendwie zu schaffen, aber auch nur irgendwie.
Man ist quasi direkt tot. Entweder das oder man hat so krasse Reflexe. Okay, damit habe ich es irgendwie gerade hinbekommen. Okay, den ersten Edelstein haben wir schon mal. Und wurden gleich wieder getroffen. Gute Sache. Wirklich gute Sache. Ich habe keinen Bock, Game Over zu gehen. Hey, ich kann aber auch nicht über den drüber springen, das ist das Problem. Das reicht auf jeden Fall nicht mal für ein weiteres Leben aus, bevor ich dann sterben werde. Außer ich kriege es jetzt noch irgendwie hin. Ah, danke. Danke, dass ich einen Akku kriege. Wirklich. Vielen Dank, liebes Spiel. Fühl dich geherzt. Jetzt muss ich wieder ein bisschen warten. Jetzt fühle ich mich wenigstens etwas sicherer. Ein ganz kleines bisschen. Richtig. Es ist nämlich noch besser. Denn das war... Ich habe das jetzt extra gemacht, aber da wisst ihr, was nämlich das Allerbeste an der ganzen Sache ist? Man sieht jetzt, dass wir da aus dem Level quasi einen Edelstein haben. Aber, wie man sieht, wir haben aus dem normalen Verlauf des Levels haben wir keinen Edelstein gekriegt. Hierbei haben wir jetzt gesehen, kriegen wir auch nicht alle Edelsteine, alle Kisten. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist quasi hier das Schlimmste gerade eingetreten. Wir müssen bis zum Ende des Spiels oder bis zum Ende des Levels vordringen, müssen alle Kisten holen, müssen dann den ganzen Weg wieder zurück und dürfen dabei nicht gestorben sein, damit wir noch das Bonuslevel da schaffen. Was ist das bitte für... Wie krank sind die Entwickler, bitte? Das ist gestört. Das ist einfach gestört. Das ist einfach nur krank. Wer denkt sich denn sowas aus? Und ja, ich weiß, dass es Naughty Dog ist. Die denken sich sowas aus. Aber ich denke, ich darf mal da gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube, ich werde das aber auch nicht an einem Stück schaffen. Ich werde es jetzt einmal probieren. Und ja, wenn das nicht klappen sollte, tja, dann werde ich es im nächsten Part nochmal probieren. Aber... Man kann auch nicht von mir erwarten, dass ich das hier im ersten Versuch schaffe. Man hat ja gerade schon gesehen, wie brutal das ist. Mehrfach gestorben bei dem normalen Verlauf sogar. Ja. Wirklich ein... Hallo? Ich wollte drüber springen. Darf ich nicht? Dankeschön.
Das geht. Das geht sogar. Komisch aber, dass ich jetzt hier bisher so gut durchgekommen bin. Dennoch müssen wir gleich auch ein bisschen strategisch vorgehen. Das müssen wir, wie gesagt, außen vor lassen. Ja. Bonus-Level. Okay. Das kriegen wir auch noch hin. Irgendwie. Es war ein bisschen kurz, aber es hat gereicht auf jeden Fall. Das ist im Moment auch so warm, ey. Das ist einfach so krass warm, dass ich das hier aufnehme. Das ist eigentlich schon ein Wunder. Beziehungsweise eigentlich ist es allgemein sogar schon ein Wunder, wie gut ich hier mich gerade schlage. Weil ungelogen bei dem PS4-Teil, ey, ich bin... Was weiß ich, wie oft hier gestorben. Ich hatte 99 Leben und wäre fast Game Over gegangen. Und jetzt halte ich mich mit den paar Leben auf jeden Fall noch irgendwie über Wasser. Okay, die haben wir jetzt auch hier. Genervt. Mit eurem komischen Erhöhe. Erhöhe. Dankeschön, du Spast. Ich glaube aber trotzdem, dass wir trotzdem das noch packen können, weil wir haben ja nach dem Speicherpunkt quasi sind wir gestorben. Daher würden wir auch so das auf jeden Fall schaffen. Ja, der hier ist echt nervig. Da bin ich auch sehr oft gestorben damals. Ich erinnere mich noch sehr gut dran. Damals im Kalten Krieg. So. Diesmal hat dir das auch nicht so gemacht, du Schwabbelbacke. So. Wie man sieht, 38. Ja. Den Rest müssen wir jetzt noch holen. Den ganzen Weg zurück. Sehr stark. Genauso muss das sein. Ich habe jetzt leider nicht ganz aufgepasst, wie viele Kisten auf dem Weg jetzt noch warten. Aber bis dahin müssen wir auf jeden Fall nicht gehen. Wenn wir überhaupt bis hierhin noch laufen müssen. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch Kisten waren. Okay, hier ist einer auf jeden Fall. Eine. Ja, da war aber echt keine mehr. Ist auch Glückssache so ein bisschen. Aber wobei, man kann es hier sehen. Schnell rüber. Also nur bis dahin quasi. Muss man natürlich auch immer genau schauen. Und auf dem Wege kommen wir auf jeden Fall wieder zurück. Aber gleich kam... Hey, der hatte mich doch vorhin gar nicht berührt. Was zum Teufel? Hat er mich nicht berührt? Och Mensch. Das ist... denselben Quatsch hier zu beobachten. Okay, das war wirklich die letzte. Das war sehr waghalsig.
Hey, wie kommt's? Das Teil erwischt mich nicht mal. Oder ich bin komplett bescheuert. Oder ich bin wirklich komplett bescheuert. Kann auch sein, dass ich ohne Akku vermutlich gar nicht durchkomme. Boah, da war ich zu schnell. Miese Angelegenheit auf jeden Fall. 4 Leben. Ja, jetzt warte ich lieber natürlich. Ah, okay, jetzt bin ich da durchgekommen ohne Probleme. Aber es gab gleich auf jeden Fall noch eine Stelle, wo ich glaube ich nicht mehr zurückkam so. War das nicht, glaube ich, sogar hier? Genau, hier war das. Toll! Ja, so kommen wir jetzt also nicht mehr zurück. Müsste ich das aber trotzdem auf einem Weg nochmal ausprobieren. Und zwar kann man da nicht ein bisschen tricksen. LOL, das geht ja echt! LOL! Okay, das ist gut. Das ist wirklich gut. Aber jetzt muss ich natürlich wieder gucken, dass ich das so hinkrieg. Wenn es doch nur nicht diese eine blöde Kiste wäre. Aber es ist definitiv machbar. Schnell durch. Och, Mann! Ey, ich will wirklich nicht mehr. Nach dem Versuch werde ich aber auch aufhören. Ich werde auf jeden Fall nach dem Versuch hier das Level dann beenden und es im nächsten Part nochmal probieren, weil, ja, ich wollte das auf jeden Fall nochmal gezeigt haben und beim nächsten Mal werde ich es dann noch sicher schaffen. Okay, das war natürlich auch wieder eine nicht knappe Sache. Okay, bisher kommen wir so nach wie vor durch. Das beruhigt mich auf jeden Fall mal. Ja, wir kommen echt so durch. Krasse Sache. Okay. Jetzt den Mist hier wieder. Egal, egal. Obwohl, nee, nicht egal. Dann gehe ich jetzt zum Warp Room zurück. Geht so nicht anders. Ich werde es dann im nächsten Part nochmal probieren. Gut, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.